Hallo Leute, willkommen zu meiner Bewerbung bei 7 vs. Wildcard. Die, die mich kennen, werden überrascht sein, weil ich eigentlich gar nicht so der Survival-Typ bin. Dazu kommen wir aber später. Zuerst mal herzlich willkommen, Fritz, liebes Orga-Team. Zuerst würde ich mich mal vorstellen. Mein Name ist Elias Ola, ich bin aus Oberösterreich, bin 22 Jahre noch alt, ich habe bald Geburtstag. Und ja, hier bin ich. Warum bewerbe ich mich? Ich denke, es wäre eine geile Herausforderung. Ich bin allgemein ein sehr ehrgeiziger Typ. Ich mache sehr viele Sportarten von Football, Tennis, Fitnessstudio und so weiter. Also neue Herausforderungen bin ich immer ein großer Fan von. Und genau. Warum Survival? Warum 7 vs. Wild? Es ist einfach geil, aus seiner Komfortzone hier rauszukommen und was Neues zu erleben. Ich glaube, so eine Möglichkeit hast du selten. Ja, bei der Staffel 2 dachte ich mir schon beim Sehen, Alter, es wäre eigentlich für mich persönlich mal geil, eine Woche oder mehrere, wie sie jetzt auch sind, mal weg zu sein und nur du in der Natur, wie es früher war. Und natürlich jetzt bei Staffel 3 ist das Ganze aufgelegt, also da muss ich mich bewerben, geht nicht anders. Vielleicht noch mal kurz zu meinen körperlichen Eigenschaften, also ich bin 1,92 groß, ich wiege 95 Kilo, ich spiele American Football. Ich halte etwas aus, meine Schmerzgrenze, die ist eher weiter oben. In den ein oder anderen Lebenssituationen oder Bereichen eher weniger, zum Beispiel essenstechnisch bin ich sehr kritisch, wobei essenstechnisch wahrscheinlich auch nicht so viel zur Auswahl stehen wird bei Staffel 3, obwohl ja in Kanada gibt es wahrscheinlich noch vielleicht Bären und so weiter. Aber ja, wird auch später meine Challenge sein, also etwas mit Essen. Also hier zeige ich euch gerne auch nochmal einen Ausschnitt vom American Football. Das spiele ich seit 2 Jahren und nebenbei spiele ich auch schon seit ich klein bin, seit 6 Tennis. Und ins Fitnessstudio musst du zwangsweise gehen, wenn du American Football spielst. Wo ich mir selber noch nicht sicher bin, da könnt ihr auch gerne selber entscheiden, zu welcher Kategorie gehöre ich. Also ich mache YouTube, ich mache Musik unter 10.000 Follower, aber überall. Das Einzige, wo ich über 10.000 habe, ist TikTok. Für mich würde ich aber sagen, TikTok zählt nicht, das ist so, ja, da sammelt sich das an und das sind nicht wirklich Follower wie auf anderen Plattformen, würde ich jetzt behaupten. Da habe ich ein paar. Aber ihr könnt mich gerne zu den weniger als 10.000 einordnen oder drüber. Mir ist das egal, Hauptsache ich darf dabei sein. ja, genau, also Kamera bedienen, meine Musikvideos und so weiter mache ich selber. Ich nehme das jetzt selber auf, schneide das, also bedienen, alleine alles machen, wie auch bei Staffel 3 man sich selber filmen muss, wird kein Problem sein bei mir. Ja, meine Outdoor Survival Skills, würde ich jetzt sagen, beschränken sich eher auf Urlaube in Griechenland. Also wirklich null, da bin ich bei null. Wär einfach geil, das alles mal zu erleben und wirklich bei null zu starten, zu sehen, wie weit kann man sich pushen. Genau, das Ganze wird im August, September stattfinden und das trifft sich auch sehr gut, weil ich fange im Mai mit meinem neuen Job an. Also Mai ist Start und ich bekomme nicht alle Quote in Urlaub, sondern bekomme wirklich 5 Wochen für dieses Jahr noch. Das heißt, rechnerisch wird sich's ausgehen. Sollte passen. Ja, also ich glaube, so langsam komme ich dem Ganzen nicht mehr aus. Zur Challenge übergehen. Was habe ich mir überlegt? Ja, ich habe Chips, die haben 350.000 Scoville, werden einen Löffel voller, keine Ahnung wie viel Scoville, ich muss nachschauen, aber richtig scharfe Soße und ja, das ist ja so sehr unangenehm wie es ist, so unangenehm wird es wahrscheinlich auch in manchen Situationen werden bei der Staffel 3, deswegen denke ich, passt das ganz gut und ja. So, also ich zeige euch hier mal kurz die zwei Produkte, also hier einmal Burning Pain Habanero und hier nochmal Habanero Sauce. Digga, warum sind die so groß? Gleich zwei auf einmal. Ja. Es muss ja auch eine Challenge sein. Warum habe ich nicht einfach so einen Bogen gebaut oder so? Mich in die Augen greifen. Ja, das war scharf genug jetzt schon. Ich hoffe, ihr seht das, weil ich mache das kein zweites Mal. Ich habe da so wenig Bock drauf. Fritz, das ist für dich.
Boah. Oh mein Gott, das ist viel zu scharf. Boah, ich bekomme Schluck auf, glaube ich. Ich habe noch nie Schluck auf bekommen von scharfen Sachen. Ich hoffe, die Kamera nimmt noch auf. Oh mein Gott. Eine Eigenschaft auf jeden Fall von mir, wenn ich mecker und mich über Sachen beschwere, dann geht es mir immer besser. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, Fritz. Danke fürs Anschauen. Oh, oh, das brennt noch immer so hart. Also ich hoffe, ihr seht meine Tränen. Oh, es ist nicht lustig. Ich sage es euch ehrlich. Warum mache ich nicht? Warum baue ich nicht so einen Bogen oder so? So, liebes Orga-Team, lieber Fritz, das war meine Bewerbung. Ich schaue jetzt noch mal ganz kurz und bespreche mit euch, ob ich alles auf nichts vergessen habe. Meine Zunge brennt immer noch. Komplett. Infos über mich habe ich gesagt. 22 Jahre, Oberösterreich, bla bla. Haben wir schon gehabt. Kammerumgang. Passt auch. Sympathie habe ich nicht. Perfekt. Nee, das müsst natürlich ihr entscheiden. Kreativität auch. Community-Meinung. Passion, Feuer, also feuriger als diese Soße, glaube ich, wird kein Bewerber irgendwie sein. Zeit habe ich auch. Perfekt. Zuverlässig bin ich. Ich bin immer sehr pünktlich. Körperlich fit bin ich nach dieser Soße wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr. Aber nee, Spaß. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, es waren alle Informationen, die ihr so haben wolltet, dabei. Mich würde es extrem freuen, teilzunehmen. Und ich glaube, ich wäre auch eine Person, die es entertainmentmäßig auch am Start. Ich sitze nicht in der Ecke und mache nichts, sondern ich möchte schon viele Sachen auch machen. Und mit neuen Leuten, mit wem anderen zusammenzuarbeiten, stehe ich mir auch interessant vor. Bin ich auf jeden Fall auch am Start. Danke auf jeden Fall schon im Vorhinein fürs Schauen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Hat mir auch extrem Spaß gemacht, das zu machen gerade. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen, beziehungsweise in echt sehen. Ciao.